Da sind wir wieder, die Sonne strahlt ins Gesicht. Es ist wunderschönes Wetter da draußen. Was gäbe es Besseres dann, als in ein düsteres, futuristisches, dystopisches Nachtleben abzutauchen? Folgt mir in eine depressive Welt, in der wir Drogen eintauschen gegen Informationen. Und das machen wir gleich. Hey, was brauchst du? Ja, ich weiß nicht, was ich haben will eigentlich. Info A. Kluge Entscheidung. Ja, und was habe ich jetzt bekommen? War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Moment, was habe ich denn jetzt bitte für eine Info bekommen hier? Kurz nochmal schauen, wenn, dann müsste ich es ja jetzt... Ah, hier ist es, das vielleicht. Verschlüsselt, stinkreicher Händler mit einer Menge Credits hat ein schickes Apartment über der Spielhölle in Sisti. Sehen Sie zu, dass ein Natürlicher sein Konto betreut, denn dieser Typ hasst Augmentierung. Okay. Ich muss mir das irgendwann alles nochmal genau angucken, die einzelnen Texte. Hier sind wir immer noch bei dem toten Briefkasten. Reicher Mann, arme Opti. Das ist vielleicht... Ah, da, das ist die Info. Ein anonymer PDA von Casatel enthielt eine Nachricht von der Palisadbank, in der es um jemanden mit viel Geld, aber sehr wenig Sympathien für Optis ging. Er lebt in dem schicken Apartment über der Spielhölle in Sisti. Vielleicht ist es an der Zeit, dass er ein besserer Mensch wird und mal einem bedürftigen Nicht-Natürlichen etwas gibt. Das werde ich machen. Kurz nochmal schauen... Ja, hier muss ich immer noch... Genau. Vince Blacks Informanten treffen. Und das ist im Club. Ja, jetzt muss ich hier echt den langen Weg gehen. Das ist ja doof. Naja. Okay, wir haben immer noch leider keine Kreidemarkierung gefunden. Können wir endlich gehen? Hier vielleicht. Nein. Ach, hier sind wir schon bei der Bank. Hier bin ich jetzt schon zu weit weg. Sei denn hier vielleicht... Ne. Na gut, dann... Werde ich nochmal schnell diese Tore hacken? Da habe ich ja mittlerweile gelernt, gibt es immer was abzugreifen. Ah, das wird nix. Das müssen wir nochmal neu machen. Ah. Verdammt. Na gut, dann nehme ich das andere. Ah, hier habe ich sogar einen Code. 1293. Ah, offensichtlich unersetzliche Kunstgegenstände. Oh, super, nochmal 2 Neuroprozyn. Dafür kann ich mir gleich wieder 2 weitere Infos besorgen.
Okay, jetzt habe ich eine Idee. Und zwar, wenn ich ganz nach links gehe, ist da ein Spam-Ordner. Den brauche ich. So, komm. Da ist der Spam-Ordner. Jetzt kriege ich mehr Zeit. Das müsste reichen. Ah. Keine Ahnung wofür. Ah, jetzt ist eine Tür aufgegangen. Ha! Jede Menge Drogen, Geld. Ich weiß gar nicht was. Auf jeden Fall nichts Legales. So, ich lasse euch mal mein Kram hier liegen. Den Revolver, den brauche ich wirklich nicht. Ja, vielleicht habe ich noch Munition, die man auch nicht mehr braucht. Ja, ich würde sie gerne verkaufen, aber bringt jetzt einfach nichts. Irgendwas ist hier geplant. Jetzt habe ich die Munition wieder eingesammelt. Ich brauche doch keine Munition. Alter, sind das hier Waffen? Ah, nicht schlecht, eine Menge Waffen. Noch sonst irgendwas? Oh, cool, ein Fußball. Da freue ich mich aber. Hui! Ja. Genug Sport für heute. Voll das Labyrinth. Und wir kommen hier raus. Okay. Akzeptiere ich so. Ja, jetzt haben wir das ja auch gemacht. Das war nur eine kleine Nebenbeschäftigung. Wir suchen weiter noch den Mülleimer mit der auffälligen Kreidemarkierung. Interessant, was man alles findet, wenn man sucht, aber komischerweise nicht das, was ich jetzt gerne hätte. Naja, so natürlich sehen die jetzt auch nicht aus. Nicht gerade die Kronjuwelen der menschlichen Schöpfung aktuell. Niemand ist, wer zu sein glaubt. An sich selbst zu glauben, okay, vergräbt die Wahrheit nur noch tiefer. Ich könnte mir vorstellen, dass in einem dieser Mülleimer was ist. Dazu laufe ich nochmal auf die andere Seite, da ist vielleicht auch so einer. Ah, hier unten sind auch nochmal Mülleimer. Ah! Naja, ist das eine Kreidemarkierung? Eigentlich nicht, oder? Für einen Moment dachte ich, das wäre es. Ich kann aber nichts aufmachen, nehmen. Hier geht's auch wieder in die Bank. Okay. Da will ich natürlich jetzt erstmal nicht hin. Ah, nein, ich weiß, was das ist. Da kann man durchhauen. Leider habe ich aber keine. Leider habe ich die Fähigkeit nicht, da durchzuhauen. Kurz mal schauen, welche das ist. Peps ist es nicht. Nano-Klinge ist es nicht. Stärke ist es vielleicht einfach. Ah, da. Ja, das machen wir mal. Einfach nur, weil wir es können und weil es Spaß macht. Thank you.
Ah, so komme ich in die Bank hinein. Oder zumindest in den Bankparkraum, in das Parkdeck. Interessant, kann ich mir für die Zukunft auf jeden Fall mal merken. Kann ich mal ein bisschen die Leute nerven. Ach so, ich dachte, man kann das Auto damit anmachen oder so. Ja, hier will ich ja eigentlich gar nicht hin, oder? Ah, das wäre schön, wenn ich den abstellen kann, komme ich sicher vielleicht sogar in den Safe. Na gut, okay, ein Versuch ist es wert. Ich weiß, ich habe mich jetzt komplett von meinem eigentlichen Ziel entfernt, aber irgendwie macht mir das gerade Spaß, hier den ganzen Leuten hinterher zu spionieren und mal zu gucken, wo es noch lang geht. Kriege ich die beiden jetzt? Cool. Hat doch geklappt. So, jetzt habe ich hier meine Ruhe. Es sei denn, der Kollege kommt nochmal her, der da rumläuft. Ich weiß es nicht. Was war das? Komm her! Sichtkontakt mit Wand! Das hast du. So, gucken wir uns den PDA mal an. Was hat er Wichtiges mitzuteilen? Der Wartungsraum, Abwasser, Versetzung London, 6, 7, 4, 5. Okay, merken wir uns. Das brauchen wir nicht. Wobei, kann man ruhig mal aufmachen. Alarmtafeln abschalten. Okay. Und das hier ist der wirkliche Preis heute. Hier ist sicher irgendwas Spannendes drin. Okay, ihr macht mich krank. Wie könnt ihr alle noch im Elfenbeinturm sitzen und den Herrschern dienen? Die Unternehmen, die ihr schützt, sind keine Menschen. Warum lasst ihr zu, dass sie ihre Geheimnisse verbergen? Ihr könnt so nicht weitermachen. Wir sind Millionen, blablabla, wir sind die Allerkrassesten, wir werden euch stürzen, ewiges bla bla bla, egal. So, ein bisschen Propaganda und hier eine wichtigere Mail. Tavos Security wächst und wächst. Wir haben 3 neue große Verträge an Land gezogen. Das bedeutet neue Stellen und Möglichkeiten. Hier einige Beispiele. Die Palisade Property Bank expandiert und will mindestens 3 weitere Filialen eröffnen. Brunei Ölplattform, Apex Center, ja, das ist doch alles nicht so spannend. Sicherheitsupdate auf uns, unsere neuen Protokolle, neue Zugangscodes, Code fürs Parkhaus, haben wir alles schon in Erfahrung gebracht. Hier ist wieder der Wartungsraumcode.
Ja, leider nicht so spannend, wie ich es erwartet hätte. Okay, ja, dich nehme ich auch mit. Und den Fußball. Hui! Immer wieder schön. Ja, ich dachte für eine Sekunde, hier wäre noch was, aber nein. Hier ist auch nichts. Ja, ich dachte, wir können hier jetzt irgendwas Krasses herausfinden. Aber, nee, war dann doch alles nur Standard. Leider habe ich auch noch keinen Weg gefunden, den, Moment, kurz nochmal hier reingucken, den Rotor abzustellen. Vielleicht geht das hier. Wo geht's hier lang? Gucken wir nochmal. Ich nehme an, das ist auch wieder nur eine Möglichkeit, hier reinzukommen. Ah, jetzt verstehe ich. Es gibt ja manchmal diese kaputten Schächte. Die kann man offenbar mit der Hand durchhauen, wenn man sie hat. Das ist eine neue Info. Da kann ich jetzt an einige Locations ran, die mir vorher verwehrt blieben. Was ist denn hier? Giftgas. Wo bin ich denn? Kurz mal schauen. Ah, okay. Im Parkhaus. Ah, okay. Und hier muss ich wohl, könnte ich hin. Gucken wir gleich mal. Gibt es denn hier irgendeine Leiter nach oben? Nein. Das ist eine völlig andere Ecke. Okay. Das ist aber gut zu wissen, da ich hier theoretisch noch ein paar andere Möglichkeiten habe, durch Luftschächte zu kommen. Ich kann mich an ein paar Ideen erinnern, ein paar Momente, wo ich das hätte machen können. Oh, hier habe ich jetzt mehr oder weniger alles erledigt. Hier gibt es nicht mehr viel. Ah, okay, ich kann ihn so ausstellen. Ups. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier wirklich einen Weg finde in den Safe-Raum. Dann brauche ich keinen Aufzugschlüssel und muss mir nicht die ganzen Räume in der Bank nochmal alle durchgucken. Ah, ich wusste, dass hier noch einer ist. Ah, verdammt. So, jetzt habe ich mal einen Wurm benutzt. Zugriff verweigert. Scheiße. Na gut, dann eben ein... Na, obwohl, ich könnte noch mal warten, aber ich könnte auch ein Multitool benutzen. Ach, scheiß drauf. Ich habe doch genug. Ich kann mir auch wieder welche bauen. Jetzt habe ich nämlich leider schon einen Wurm benutzt und die hätte ich mir eigentlich gerne aufgehoben. Okay, ich muss warten auf den Lockdown. Wo bin ich hier? Das muss ich echt mal rauskriegen. Ich bin in der Property Bank, aber ich bin auf Ebene 6. Ich will aber eigentlich, ja, hier runter will ich. Leitern, Leitern, Leitern. Oh, es sieht aus, als wäre ich auf dem richtigen Weg. Krass. Da habe ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Eigentlich hatten wir ja was ganz anderes vor. Egal.
Was kann ich denn hier jetzt hacken? Es sind so viele Sachen zu hacken. Ah, das wird nix. Wofür ist denn das Terminal? Egal. Nein! Das wird ja immer obskurer. Ebene 6 ist das? Warum ist das ein Stockwerk höher? Ich habe das Gefühl, dass es nur deswegen hier angezeigt wird, damit ich, weil ich hier raus kann. Aber das ist eigentlich nicht mein Hauptaugenmerk. Mal gucken, gibt es hier noch irgendwas anderes? Janus treffen ist natürlich auch wichtig. Ah, das sind übrigens einmal alle Missionen, die ich schon erledigt habe. Ein paar sind schon dabei. Oh, jetzt komm. Wo bin ich denn hier? Das ist ja alles völlig verrückt. Okay, na gut. Okay. Benutzen Sie folgenden Code, um auf den Computer zuzugreifen. Eine schematische Darstellung eines Prototyps. Dann hacken wir wieder mal. Oh, noch mehr Neuroprozyn. Sehr, sehr geil. Kann ich immer gut gebrauchen. Ja, aber hier wurde einiges gemacht, von dem ich scheinbar auch betroffen bin. Oh, toll, Tesla-Patron, danke. Brauche ich nicht hacken, kann ich so.
So, gucken wir mal. Erfolg. Endlich ist der langersehnte Durchbruch da. Der Schlüssel war die Zurückentwicklung des alten Chips. Sobald wir die archivierten Daten von Darrow Industries hatten, war es sogar recht simpel, also relativ simpel. Der neue Chip wird genau das leisten, was Sie wollen. Bei Aktivierung schaltet er alle Augmentierungsfunktionen auf normal menschliches Niveau, so ähnlich wie Geschwindigkeitsbegrenzer in Fahrzeugen. Der Effekt ist nicht permanent, kann aber ohne umfassende Kenntnisse über Augmentierung nicht abgeschaltet werden. Interessant ist vielleicht noch, dass der Chip die Leistung von Augmentierungen auch verstärken könnte. Über den Chip haben wir ja schon einiges gehört, aber dass er das auch verstärken könnte, haben wir noch nicht gehört. Ich habe von Yu gehört, dass seine Arbeit an dem Chip praktisch abgeschlossen ist. Sie müssten die Pläne mit allen Details in Kürze erhalten. Produktion und Vertrieb müssen sofort beginnen. Alles muss vor der Abstimmung an seinem Platz sein. Nur dann kontrollieren wir nicht nur die Technologie, sondern auch alle, die damit optimiert sind. Werden Sie bei dem Panchaya-Event dabei sein? Na gut. Folgendes wollen wir an die Presse weitergeben. Ich finde, es hält die Balance zwischen unserer Vergangenheit und unserer Zukunft, ohne Details preiszugeben. Wenn Sie damit einverstanden sind, sende ich es unseren Kontakt bei Picos zur weiteren Bearbeitung. Hier geht es dann um die Pressemitteilung. Aufsichtsrat. Ja, alles nicht so spannend. Brauchen wir nicht. Tja, wer hätte gedacht, dass hier hinter ein Safe von dieser medizinischen Firma ist. Wahnsinn. Kann ich denn da jetzt hoch? Und was ist dann? Was ist hier oben? Eigentlich nichts. Nö, da will ich nicht hin. Scheiße. Da wollte ich ganz cool einfach nur drüber springen. Ganz cool wollte ich sein. Ich möchte gar nicht wissen, wo wir jetzt sind. Ich möchte es wirklich nicht wissen. Wirklich nicht wissen. Wirklich nicht wissen. Wirklich nicht wissen. Wirklich krass, habe ich so noch nicht gehabt. Gut, ist aber nicht schlimm, wir sind eh bei 28 Minuten, das heißt, wir machen noch ein letztes Mal kurz Werbung und dann geht's nochmal weiter mit 30 weiteren Minuten Deus Ex Mankind Divided. Ich werde jetzt erstmal an die Stelle spielen, an der wir eben gerade verloren gegangen sind, sofern sie nicht zu weit weg ist. Ja, und dann gucken wir mal, was da noch alles so in diesem Safe auf uns wartet. Bis gleich.